Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum nächsten digitalen Vorlesungsteil Pharmakologie. Und heute soll es gehen um Biologicals. Das heißt, wir schauen in diesem Video eigentlich den dritten Teil an unserer Immunpharmakologie-Reihe. Ja, ein Video ist ja schon hier verfügbar, das sich beschäftigt mit Grundlagen der Immunologie. Dann ein Video ist verfügbar über konventionelle Immunmodulatoren. Und heute soll es gehen um Biologicals. Und Biologicals sind rekombinant in vitro hergestellte Medikamente, die nichts anderes sind als nachgemachte körpereigene Moleküle, wie zum Beispiel Insulin oder rekombinant hergestellte Antikörper gegen körpereigene Proteine oder Fusionsproteine, die dann mit körpereigenen strukturellen Proteinen fusioniert werden, um ihre Wirkung im Körper zu entfalten. So dass wir also sehen, dass wir auf eine relativ interessante Thematik heute gemeinsam schauen. Ich habe mich gefragt, wie ich das am besten didaktisch mache, mich den Biologicals zu nähern. Und hier geht es vor allen Dingen jetzt für uns in erster Linie um monoklonale Antikörper und auch Fusionsproteine, einmal zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen oder auch von schweren Krebserkrankungen. Und da besteht einmal die Möglichkeit, diese Biologicals nach Anwendung zu sortieren. Dass ich also sage, ich nehme mir ein Krankheitsbild heraus, wie zum Beispiel rheumatoide Arthritis oder Psoriasis, zwei Immunerkrankungen, die auf einer TH1 und TH17 Antwort beruhen, die fehlreguliert ist und dann zum Krankheitsbild führt. Ja, hier hätte ich dann die Möglichkeit, alle Medikamente, also Biologicals, einzusortieren, die mit einer TH1 oder TH17 Antwort interferieren. Ich hätte die zweite Möglichkeit, dass ich statt das Krankheitsbild auszuwählen, die Wirkweise der Biologicals als Grundlage nehme und dann verschiedene Präparate vorstelle, unabhängig von der Erkrankung, die behandelt wird. Das kann aber relativ schnell zu einem großen Durcheinander führen, sodass ich mich entschieden habe, eine dritte Strategie zu wählen. Wir werden zuallererst machen einen Einstieg. Das heißt, wir werden uns kurz anschauen, wie die Nomenklatur dieser Präparate ist. Das heißt, nach welchem Mechanismus unsere monoklonalen Antikörper bzw. Fusionsproteine benannt werden, dass wir sie dann nachher anhand ihres Namens auch entsprechend einsortieren können. Und dann habe ich mich entschieden, in mehreren Schritten die Biologicals vorzustellen, die mir wichtig waren. Und wir werden beginnen zuerst mit dem Thema oder mit dem Fokus Aktivierung von TH1 und TH17-Zellen. Das heißt, wir werden eine Reihe von Biologicals gemeinsam besprechen, die die autoimmunologisch wichtige Unterdrückung einer TH1 und TH17-Antwort leisten, ja, und damit wichtig, bei wichtigen Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden. Als nächstes werden wir dann die T-Zell-Aktivitätskontrolle anschauen über Checkpoint-Inhibitoren. Das ist etwas, was weniger wichtig ist bei der Autoimmunität, aber was von großer Bedeutung ist bei der Behandlung schwerer Krebserkrankungen. Dann werden wir uns zuwenden der Kontrolle des eosinophilen Asthmas. Das heißt, es geht hier um IgE und vor allen Dingen um Interleukin 5. Dann werden wir besprechen die antikörpervermittelte Elimination von Körperzellen. Auch das einmal wichtig bei der Autoimmunität, aber auch wichtig in der zytostatischen, das heißt in der Krebstherapie. Dann werde ich Ihnen vorstellen einen sogenannten bispezifischen T-Cell-Enhancer, also einen Antikörper, mit dem wir ganz spezifisch B-Zellen, also maligne B-Zellen aus dem Körper entfernen können. Wir werden reden über Integrin-Inhibitoren, also Antikörper, die mit Oberflächenproteinen auf Immunzellen hier interferieren. Und dann werden wir reden über sonstige, das heißt, also ich werde Ihnen noch zwei Antikörper vorstellen, die man einsetzt in der Behandlung der Hypercholesterinämie. Wir werden reden über zwei Antikörper, die man bei der Behandlung der Migräne einsetzt. Und wir werden am Schluss uns noch einen Antikörper anschauen, der Verwendung findet bei der Osteoporose. Wenden wir uns der Nomenklatur zu der monoklonalen Antikörper, die ja eine wichtige Rolle spielen in der Behandlung autoimmunologischer Erkrankungen oder auch zunehmend wichtig werden in der Tumortherapie. Wenn wir uns ein Immunglobulin, also ein IgG-Molekül anschauen, ja, das unser Antikörper repräsentiert, dann können wir sehen, dass ein Antikörper zusammengesetzt wird aus zwei schweren Ketten, die hier innen liegen, und zwei leichten Ketten, die wir hier außen betrachten können.
Generell können wir den Antikörper ebenfalls unterteilen in die obere Region, ja, die also praktisch diese Region hier nach oben meint. Das ist das sogenannte Fab-Fragment, das also die Bindung auch macht. Und der untere Teil, ja, gebildet von den schweren Ketten, ist das sogenannte FC-Fragment des Antikörpers. Und hier gibt es im Körper FC-Rezeptoren auf Immunzellen, die dann unter Benutzung dieses FC-Fragmentes dann auch in Interaktion mit Antikörpern treten können. Das schauen wir uns nachher dann auch nochmal an, das wird uns begegnen. Wichtig ist nochmal, wenn wir die äußeren Bereiche des Antikörpers anschauen, die die Antigenbindung machen, dann sehen wir, dass wir hier oben, und ich habe das mal extra so aufgezeichnet, die sogenannte variable Region, die die Bindung ans Antigen vornimmt. Die setzt sich zusammen aus der variablen Region, die gebildet wird von der schweren Kette, H für heavy, und aus der variablen Region, die von der leichten Kette gebildet wird, L für light, sodass wir sehen, dass wir das zweimal haben in Form des Antikörpers. Was uns jetzt aber für die Nomenklatur interessiert, ist die Farbe des Antikörpers. Hier ist alles blau. Das bedeutet, alle Anteile des gentechnisch hergestellten Antikörpers stammen aus einer Spezies, und das war initial die Maus. Und wenn dieser Antikörper in seiner Gänze aus der Maus oder aufgrund von Maus-Erbinformationen generiert wird, Gentechnik, dann bekommt er in seinem Namen das O. Ein Beispiel wäre hier das Muronomab. Ja, ich blende es hier ein, sodass wir an dem O erkennen können, dass wir es hier um einen rein murinen, vollständigen Antikörper, das was mit einem solchen Molekül zu tun haben. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn wir ein solches körperfremdes Antikörpermolekül intravenös applizieren, dass natürlich die Gefahr besteht, dass der Körper dieses Molekül als körperfremd erkennt. Das heißt, die Immunogenität, die ist relativ hoch. Das heißt, die Gefahr, dass der Körper selbst Antikörper nun gegen diesen Fremdantikörper bildet, die ist gegeben. Also ist der nächste logische Schritt, dass man sagt, ich ersetze so weit wie möglich alle murinen Anteile des Antikörpers gegen humane Anteile. Und jetzt kommen wir zur nächsten Struktur, und das hat man gemacht. Und das wäre jetzt ein Antikörper, in dem große Teile der murinen Proteine ersetzt wurden durch humane. Sie sehen also, dass zum Beispiel der komplette FC-Teil des Moleküls hier schon komplett humanisiert ist, und auch ein Teil unserer variablen Farbregion ist hier schon human ersetzt. Einen solchen Antikörper würde man bezeichnen jetzt als Chimär und damit als Xi. Ja, wo wir sehen, dass praktisch nur noch unsere äußeren Bindedomänen jetzt aus der Maus stammen. Ein Beispiel wäre das Infliximab. So, der nächste Schritt, der jetzt gemacht wurde, ist, und das mache ich jetzt einfach mal direkt an der Tafel, dieser nicht bindende Teil unserer Bindedomäne, der wurde ebenfalls ersetzt. Ja, sodass wir jetzt sehen, dass die Hälfte unserer schweren und leichten variablen Region, ja, die wird ebenfalls ersetzt, sodass jetzt die Mausanteile sich nur noch auf die unmittelbare Binderegion des Antikörpers beschränken, die das Antigen bindet. Und einen solchen Antikörper würde man jetzt bezeichnen als Zu. Beispiel Trastuzumab. Auch das blende ich hier ein. Sodass jetzt also der nächste Schritt und der letzte finale Schritt natürlich dann logischerweise konsequent ist, wir ersetzen auch noch die Bindedomäne der Maus und ersetzen sie durch humane Proteine. Und das machen wir gerade an der Tafel so, sodass wir jetzt einen Antikörper bekommen, ja, der komplett human ist. Und der bekommt dann das U. Ja. Sodass wir hier als Beispiel zum Beispiel nehmen könnten das Adalimumab. Auch das blende ich Ihnen ein. Sodass wir jetzt sehen, dass wir generell haben vier Typen monoklonaler Antikörper: den rein murinen, den chimären, den Antikörper, wo nur noch die variable Bindungsdomäne selbst aus der Maus stammt, und dann den komplett humanisierten Antikörper. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dem FC-Fragment. Dieses FC-Fragment, wenn es aus dem Menschen stammt, also humanisiert ist, versetzt ein Protein in der Lage,
über längere Zeit im Blut zu zirkulieren, weil Antikörper haben eine relativ lange Halbwertszeit, ja, weil sie im Blut zirkulieren und nicht abgebaut werden. Das hängt an der FC-Domäne. Das heißt also, hier steckt jetzt eine weitere Idee hinten dran. Man hat dann gesagt, wie wäre es, wenn wir körpereigene Strukturproteine, die wir pharmakologisch nutzen wollen, wenn wir die fusionieren mit unserem FC-Teil eines Antikörpers, dann sollten wir die strukturell wichtige Region fusioniert an das FC-Fragment des Antikörpers im Körper applizieren können und eine lange Halbwertszeit hier erreichen. Und das macht man, und diese Proteine, die heißen dann ZEPT. Ja, ZEPT bedeutet also immer ein körpereigenes Protein, das fusioniert wurde mit dem FC-Teil eines Antikörpers. Beispiel wäre das ABADA-ZEPT oder das ETA-NERZEPT, über die wir dann auch noch sprechen wollen. So viel initial zur Nomenklatur. Jetzt mache ich uns Platz auf der Tafel und dann beginnen wir mit unserem ersten wichtigen Fokus. Das erste, was wir uns also jetzt gemeinsam anschauen, das ist die Aktivierung der TH1-TH17-Schiene, also dieser beiden wichtigen Schienen der inflammatorischen, der proinflammatorischen Entzündungsantwort, die eine wichtige Rolle spielt, vor allen Dingen bei Autoimmunerkrankungen. Und ich habe es hier oben ja nochmal in dem Sinne eingeblendet. Krankheitsbilder, die jetzt diese Medikation betrifft, über die wir gleich reden wollen, wenn wir uns die TH1 bzw. TH17-Differenzierung im Detail anschauen, wären zum Beispiel der Morbus Hashimoto assoziiert mit einer Schilddrüsenunterfunktion, dann atherosklerotische Prozesse in den Plaques, ja, von denen wir im Hypertonieteil auch schon gehört haben, dass das proentzündliche Prozesse sind, die hier zur Plaquebildung in den Blutgefäßen beitragen. Dann Erkrankungen wie zum Beispiel die Multiple Sklerose oder der Typ 1 Diabetes mellitus oder auch der systemische Lupus erythematodes mit ZNS-Beteiligung und auch Glomerulonephritis. Dann Erkrankungen des rheumatoiden Formkreises wie natürlich rheumatoide Arthritis oder auch der Morbus Bechterew. Und dann hätten wir Psoriasis Arthritis hier zu nennen und dann auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder auch die sogenannte Weißfleckenkrankheit Vitiligo. Sie sehen also, dass ein großer Komplex autoimmunologischer Erkrankungen auf Mechanismen beruht, die wir jetzt gleich besprechen werden und die deswegen auch potenzielle Krankheiten sind, bei denen Biologicals, über die wir jetzt nachfolgend reden, dann auch eingesetzt werden. Nachdem wir die Krankheiten benannt haben, die mit TH1, TH17-Differenzierung direkt assoziiert sind, schauen wir uns jetzt dieses Differenzierungsschema an und versuchen dann verschiedene wichtige Interventionspunkte zu analysieren oder zu bestimmen, wo wir unter Verwendung von rekombinanten Molekülen entweder Antikörper und in unseren Fällen meistens Antikörper dann diese Differenzierungskaskade durchbrechen können und damit eine autoimmunologische Reaktion dann unterdrücken bzw. reduzieren können. Wir sehen hier nochmal auf das generell bekannte Schema der antigenpräsentierenden Zelle, die über unser erstes Signal T-Zellrezeptor MHC2-Komplex, ja, für die Aktivierung über das zweite Signal, Sie erinnern sich, CD80, CD28, dann unter Verwendung von einem dritten Signal aus einer naiven T-Zelle heraus differenziert. Und in unserem Falle wäre das dann unter IL-6 zu einer TH17-Zelle bzw. unter Interleukin-12 zu einer TH1-Zelle. Das führt dann in letzter Instanz zu einer starken Entzündungsreaktion in den Geweben, die zu Gewebeuntergang führen, die klassischerweise Merkmal sind für Autoimmunerkrankungen. Denken Sie an die Zerstörung der Synoviozyten im Gelenkspalt mit Zerstörung von Knorpel und Knochen bei der rheumatoiden Arthritis oder denken Sie an die Zerstörung von Beta-Zellen im Pankreas der Bauchspeicheldrüse beim Typ 1 Diabetes. Jetzt schauen wir uns verschiedene Schlüsselpositionen an, wo wir mit monoklonalen Antikörpern intervenieren können. Wir beginnen einfach mal mit der TH17-Schiene. Hier haben wir jetzt die erste Möglichkeit,
unseren Differenzierungsfaktor zu neutralisieren, weil wir wissen, nur unter IL-6-Reaktion kann aus unserer naiven T-Zelle eine reaktive TH17-Zelle werden. Das machen wir jetzt nicht durch Intervention am IL-6, sondern mit seinem Rezeptor. Den habe ich hier mal auf unsere naive T-Zelle aufgebracht und den werden wir jetzt dementsprechend blockieren können. Die Antikörper heißen Tocilizumab und Sarilumab. Ja, machen wir einfach mal auf diese beiden Weisen als Kürzel und ich blende Ihnen oben ein. Diese beiden monoklonalen Antikörper sind in der Lage, den IL-6-Rezeptor zu binden und somit die IL-6-vermittelte Reifung unserer naiven T-Zelle zur T-Helfer-17-Zelle zu unterdrücken. Schauen wir uns den nächsten Aspekt an. Hier das Interleukin 23 von großer Bedeutung. Auch hier haben wir in den vorhergehenden Vorlesungen gelernt oder uns gemeinsam erarbeitet, dass IL-23 ein Survival-Faktor ist für differenzierte TH17-Zellen. Das heißt also, auch hier haben wir eine ganz wichtige Schaltstelle. Wenn wir die wegnehmen, ja, dann bringen wir die TH17-Zellen in die Apoptose und sind in der Lage, auf diese Art und Weise die Entzündungsreaktion zu reduzieren. Jetzt schauen wir uns gemeinsam an, was das für ein Ding ist, das IL-23. Und hier ist nochmal interessant zu sehen, dass das IL-23 ein Dimer ist, also ein Protein, das aus zwei Anteilen besteht, und zwar ein Heterodimer, weil zwei verschiedene Komponenten das Interleukin 23 aufbauen. Dieses besteht nämlich aus der P19-Untereinheit und der P40-Untereinheit. Die Zahlen stehen für das Molekulargewicht in Kilodalton, also 19 bzw. 40 Kilodalton große Moleküle. Und hier haben wir natürlich jetzt gleich zwei Angriffspunkte, die pharmakologisch genutzt werden. Und die erste Möglichkeit, die wir hier nutzen, ja, ist die Neutralisierung von P19. Antikörper wäre das sogenannte Guselkumab und das sogenannte Tildrakizumab. Hier als Kürzel angegeben, auch hier ausgeschrieben, auf der Tafel zu lesen. Beide monoklonalen Antikörper sind in der Lage, P19 zu neutralisieren und damit das IL-23 funktionell auszuschalten. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, natürlich auch den P40 zu neutralisieren. Und auch das macht man, und das mache ich dann mal so, und der Antikörper würde heißen Ustekinumab. Auch das blende ich hier nochmal ein. So dass wir jetzt sehen, dass wir mit drei verschiedenen Antikörpern hier die IL-23-Signalkaskade unterbrechen und die TH17-Viabilität, die wird erniedrigt und das verbessert die Entzündungsreaktion. So, wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann sehen wir die nächsten möglichen Kandidaten. Und der nächste mögliche Kandidat wäre jetzt das Interleukin 17 selbst, das im Rahmen der Entzündung über seinen IL-17-Rezeptor im Gewebe dazu führen würde, dass Chemokine wie zum Beispiel Interleukin 8 freigesetzt werden, die dann neutrophile Granulozyten ins Gewebe locken und auch andere Zellen des angeborenen Immunsystems, die dann auch unter Verwendung von Tumornekrosisfaktor Alpha zu einer massiven Entzündungsreaktion des Gewebes führt, das ja typisch ist für unsere Autoimmunerkrankung, die ja an entsprechenden Orten dann wirklich zur Gewebszerstörung führt. Denken Sie an Rheumatoide Arthritis oder denken Sie an chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Sodass wir diese ganze Kaskade weiter blocken können, indem wir das IL-17 blockieren. Und auch hier haben wir zur Verfügung zwei differenzierte Antikörper und das eine wäre das Secukinumab, kürze ich mal so ab, und der zweite wäre das sogenannte Ixekizumab. Beide blende ich hier entsprechend ein. Das bedeutet also, die IL-17-Neutralisation ist ebenfalls möglich. Und dann hätten wir einen Antikörper zur Verfügung, der den IL-17-Rezeptor blockiert. Und das können wir dann so machen. Und das wäre unser Brodalumab. Ja, sodass wir sehen, dass wir also auch hier die Signalkaskade unterdrücken können, sodass wir einiges an Verfügung, zur Verfügung haben, um die TH17-Schiene unter Verwendung monoklonaler Antikörper hier zu dämpfen. Schauen wir auf die linke Seite. Unsere antigenpräsentierende Zelle produziert IL-12. Hier haben wir gelernt, brauchen wir für die TH1-Differenzierung. Schauen wir uns das IL-12 an. Sehen wir auch das IL-12. Vergleichbar mit dem IL-23, ein heterodimeres Molekül.
besteht aus der Untereinheit P35 und P40. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, kommt uns etwas bekannt vor und das können wir hier erkennen. Und das ist ganz interessant. Sowohl IL-12 für die TH1-Differenzierung als auch IL-23 für die TH17-Differenzierung verwenden ein gleiches Monomer. Und zwar das P40. Das taucht hier auf und das taucht hier auf. Sodass wir also den gleichen Antikörper, das Ustekinumab, das wir für die TH17-Antwort einsetzen, auch für die TH1-Antwort hier einsetzen können. Und das mache ich jetzt mal so und schreibe das hier drüber. Unser Ustekinumab blockiert das P40 und inaktiviert damit auch unser Interleukin-12 und damit die TH1-Differenzierung. So, wenn wir hier drauf schauen, schauen wir auf praktisch die nächste Möglichkeit, die wir haben, das nämlich über das Interleukin-2. Hier haben wir gelernt, IL-2 braucht der T-Zell-Klon für die klonale Expansion über unseren Rezeptor, den IL-2-Rezeptor, von dem wir jetzt wissen, dass er aus drei Untereinheiten hier besteht. Und die eine wichtige funktionelle Untereinheit ist der CD25. Und genau gegen diese Untereinheit des IL-2-Rezeptors gibt es zwei Antikörper, die zur Verfügung stehen. Das wäre einmal das Daclizumab oder das Basiliximab. Auch die blende ich beide hier ein, sodass wir also mit diesem Antikörper auch die klonale Expansion von TH1-Zellen hier unterdrücken können. Wenn wir uns das Bild jetzt anschauen, haben wir eigentlich nahezu alles Wichtige besprochen, aber die wichtigste Antikörpergruppe, die bezieht sich hier auf das TNF-Alpha. Und hier müssen wir nochmal sagen, dass sich über den Tumornekrosefaktor Alpha beide Schienen, die TH1 und TH17-Schiene, treffen, weil TNF-Alpha ist ein zentrales proinflammatorisches Zytokin, das wir im Entzündungsgebiet finden und das dort ganz entscheidend beteiligt ist an der Gewebeschädigung durch inflammatorische Aktivierung von Immunzellen und auch von residenten Zellen. Das bedeutet also, die funktionelle Inaktivierung des TNFs würde also relativ distal weit unten im Prozess unsere Autoimmunreaktion ein ganzes Stück abschwächen. Und hier gibt es eine Reihe von TNF-neutralisierenden Antikörpern, die in der Lage sind, freies, sekretiertes TNF zu neutralisieren und damit die Entzündungsreaktion hier nach unten zu fahren. Deswegen machen wir praktisch einfach mal hier, schreibe ich einfach mal hin an die TNF-Antikörper und das wären zum Beispiel das Infliximab, das Adalimumab, das Golimumab und das Zertolizumab. Und dann hätten wir noch eine andere Option, ja, wie wir das machen können. Machen wir mal hier und da schreibe ich hier kurz hin und das wäre jetzt ein Fusionsprotein, das Etanercept. Und das Etanercept ist nichts anderes als die extrazelluläre Domäne des TNF-Rezeptors, den man fusioniert hat an eine FC-Domäne eines Immunglobulins vom G-Typ. Sodass wir also, wenn wir dieses Molekül infundieren, der extrazelluläre Rezeptoranteil unser TNF bindet, ja, und neutralisiert. Wir haben also hier die Möglichkeit, es auch ohne Antikörper dann praktisch möglich zu machen, das TNF zu neutralisieren. Das hat aber einen funktionellen Nachteil. Und da schauen wir jetzt nochmal hier drauf, weil unser TNF, und vielleicht bleibe ich mit dem TNF mal in Rot, ja, das TNF, das kann auch in sogenannter membrangebundener Form auf unserem Makrophagen sitzen. Und jetzt ist es wichtig, nur unsere Anti-TNF-Antikörper wie Infliximab, Adalimumab, Golimumab sind in der Lage, nicht nur das freie, sondern auch das membrangebundene TNF zu erkennen. Das heißt, diese Anti-TNF-Antikörper würden das TNF auf Makrophagen binden und das führt dann dazu, dass entweder über Komplement oder dann über eine antikörpervermittelte, zellvermittelte Reaktion diese Makrophagen weggeräumt werden. Die werden also immunologisch zerstört und im Entzündungsgebiet, ja, funktionell inaktiviert, sodass also diese Anti-TNF-Antikörper nicht nur freies, sondern auch membrangebundenes TNF neutralisieren, sodass neben der Inaktivierung des freien TNFs auch noch eine zelluläre Antwort hier dazukommt und das macht Anti-TNF-Antikörper in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen so wichtig und so äußerst effektiv.
schauen wir uns gemeinsam an die nächste Möglichkeit, wie Biologicals wirken können. Und das ist jetzt die Kontrolle der T-Zell-Aktivität über sogenannte Checkpoint-Inhibitoren. Ich blende es Ihnen hier oben nochmal dementsprechend ein. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal, wenn wir über Checkpoint-Inhibitoren sprechen, nochmal die Interaktion zwischen antigenpräsentierender Zelle und unserer T-Zelle anschauen, auf dem die Wirkungen hier beruhen. Ich habe Ihnen die sechs in diese Gruppe fallenden Biologicals mal hier schon auf die linke Seite geschrieben. Es handelt sich um Abatacept. An dem Rezept erkennen wir es ein Fusionsprotein und ich komme gleich dazu. Dann hätten wir das Ipilimumab. Das UMAP zeigt uns ein vollständig humanisierter Antikörper. Nivolumab, ebenfalls humanisiert. Pembrolizumab, hier haben wir den Zustand noch, dass die Bindungsstellen der schweren und leichten Kette, die sind noch aus der Maus, deswegen Zumab. Dann haben wir Durvalumab, also vollständig humanisiert. Und Atezolizumab, hier hätten wir wieder die Murine-Sequenz beschränkt auf die Bindungsdomäne selbst. So, wenn wir diese sechs Substanzen jetzt dieser Situation zuordnen, auch das nochmal, das haben wir jetzt schon ganz oft gemeinsam angeschaut. Wir sehen die Interaktion zwischen antigenpräsentierter Zelle und der naiven T-Zelle im Aktivierungs- und Differenzierungsprozess. Wir haben die Präsentation des Antigens über MHC2 und die Erkennung über den T-Zellrezeptor CD4. Das war das erste Signal. Dann haben wir gesagt, CD28 Bindung an CD80 auf der antigenpräsentierenden Zelle wäre unser zweites Signal, das zum Survival der T-Zelle führt. Und dann haben wir gesagt, das dritte Signal, und das hätten wir dann hier in Form der TH1-Zelle, in Form des Interleukin 12, das dann zur Differenzierung unserer TH1-Zelle führt. So, wie können jetzt unsere Biologicals hier mit interferieren? Beginnen wir mit dem ersten Molekül, dem Abatacept. Das Abatacept ist ein Fusionsmolekül aus CTLA4 plus die FC-Domäne eines Immunglobulins. Und auch das haben wir schon mehrfach hier gesagt, diese FC-Domäne erlaubt, dass dieses Fusionsprotein nach Infusion längere Zeit im Blutstrom zirkulieren kann, ohne abgebaut zu werden. Was wird also jetzt unser CTLA4-Molekül machen, das wir in Form des Abatacepts jetzt dem Körper zuführen? Und das erkennen wir hier, wo wir schon gehört haben, dass CTLA4 ja, zu diesen kontrollierenden Oberflächenmolekülen auf der T-Zelle gehört, die dafür sorgen, dass eine überschießende Immunantwort kontrolliert wird. Das heißt also, dieses CTLA4-Molekül ist klassisch anti-inflammatorisch. Wenn wir also jetzt von außen über das Abatacept ein CTLA4-Molekül zuführen, dann wird unser CTLA4-Molekül, das von außen kommt, natürlich als CTLA4-Molekül unser CD80-Molekül auf der antigenpräsentierenden Zelle binden und wird diese Interaktion zwischen CD28 und CD80, die wir natürlicherweise brauchen, die wird unterbrochen, sodass unser zweites Signal verloren geht. Und das bedeutet, unsere T-Zelle verliert ihre Entzündungsaktivität. Das bedeutet also, Abatacept ist ein Biological, das klassisch antientzündlich wirkt über den Mechanismus CTLA4. Das setzt man ein bei der rheumatoiden Arthritis relativ erfolgreich. Jetzt können wir es aber auch anders machen. Jetzt gehen wir zum zweiten Molekül, Ipilimumab. Ebenfalls ein Akteur gegen CTLA4. Jetzt ist es aber so, dass das Ipilimumab, und wir kennen das hier, kein Fusionsprotein ist, sondern ein monoklonaler Antikörper. Und der ist gerichtet gegen CTLA4. Das heißt, wir machen hier jetzt etwas völlig anderes. Unser Ipilimumab als Anti-CTLA4-Antikörper wird jetzt unser CTLA4 hier binden als Antikörper und wird dementsprechend die inhibitorische Wirkung, die das CTLA4 hätte, indem es diese Bindung aufhebt, die inhibitorische Wirkung wird unterdrückt. Das bedeutet, die T-Zelle hat also keine Möglichkeit mehr, über CTLA4 dieses zweite Signal aufzuheben. Das bedeutet, unser Ipilimumab ist ein proentzündlicher Antikörper. Das heißt, hier sprechen wir von einem sogenannten Checkpoint-Inhibitor. Das heißt also praktisch, hier wird
die Negativkontrolle ausgehebelt. Das bedeutet also, unter Ipilimumab bekommen wir eine massive Aktivitätssteigerung unserer T-Zelle. Und das braucht man bei aggressiven Tumorerkrankungen, ja, hier vor allen Dingen bei zahlreichen Karzinomen setzt man das ein, aber auch beim Melanom ist man hier erfolgreich, weil wir hier aggressive T-Zellen brauchen, die entsprechend hier über Tumorantigene dann unsere entarteten Zellen bekämpfen. Schauen wir uns das nächste Prinzip an. Jetzt geht es um die beiden nächsten Antikörper, Nivolumab bzw. Pembrolizumab. Auch hier sehen wir wieder Umab, vollkommen humanisiert, Zumab, nur noch die Bindungsdomänen, ja, aus der Maus. Beide Antikörper sind gerichtet gegen ein Protein, das man bezeichnet als PD-1 oder Programmed Cell Death 1. Und dieses PD-1-Molekül ist ein Rezeptor. Und dieser Rezeptor wird exprimiert auf reifen T-Zellen. Und das ist jetzt nochmal ganz spannend. Dieser PD-1-Rezeptor interagiert mit einem Protein, das man als PD-1-Rezeptor-Ligand 1, also als Programmed Cell Death Ligand 1, bezeichnet. Das heißt also praktisch der Ligand 1 für unseren PD-1-Rezeptor. Und was passiert ist, immer wenn der PD-1-Ligand unseren PD-1-Rezeptor bindet, ja, wenn also diese Interaktion hier stattfindet, ja, dann führt das dazu, dass Überaktivierung des PD-1-Rezeptors unsere T-Zelle in Apoptose geht. Das bedeutet also, unsere naive T- oder unsere reife T-Zelle, die stirbt ab. Das heißt also, auch hier haben wir eine negative Regulation der Entzündungsaktivität unserer aktivierten T-Zelle. Wie ist das jetzt von Bedeutung? Das ist einmal von Bedeutung, dass wir wissen, dass dieser PD-Ligand 1 ja, exprimiert werden kann auf antigenpräsentierende Zellen nach Stimulation. Das heißt, unsere antigenpräsentierende Zelle würde dann den PD-1-Ligand exprimieren, der auf den PD-1-Rezeptor gebunden wird und dann bekommen wir einen Untergang der T-Zelle. Das heißt, klassisch antientzündlich. Das kann aber auch nochmal in einem anderen Kontext passieren und ich habe hier eine Tumorzelle eingezeichnet. Und das ist jetzt auch die Hauptindikation für beide Antikörper, nämlich die Tumortherapie, vor allen Dingen von Melanom und von Karzinomen im fortgeschrittenen Zustand. Und woran oder was steckt hinten dran? Hinten dran steckt das einfache Prinzip, dass Tumorzellen einen Immunescape machen, ja, also dem Immunsystem entgehen wollen, der T-Zellantwort entgehen wollen, indem sie an ihrer Oberfläche den PD-1-Ligand 1 exprimieren. Und von dem haben wir gehört, dass dieser nach Bindung an den PD-1-Rezeptor zum Untergang der T-Zelle führt. Das bedeutet also, die T-Zelle würde ins Tumorgebiet einwandern, über ihren T-Zellrezeptor das entsprechend präsentierte Tumorantigen erkennen, aber dann wird sie die Zelle nicht zerstören, weil unsere naive T-Zelle oder unsere reife T-Zelle den PD-1-Liganden erkennt und damit den PD-1-Rezeptor aktiviert und das würde dann zum Zelluntergang führen. Das heißt, die T-Zelle würde programmierten Zelltod machen und unsere Tumorzelle nicht zerstören. Das bedeutet jetzt therapeutisch, wir müssen diese Interaktion unterbrechen. Einmal in Bezug auf die antigenpräsentierende Zelle oder in Bezug auf die Tumorzelle, weil wir ja die Entzündungsaktivität der T-Zelle im Tumorgebiet erhalten wollen. Und das machen beide Antikörper. Beide Antikörper sind spezifisch gegen den PD-1. Das bedeutet, unser Block wird genau hier gesetzt. Nivolumab und Pembrolizumab als monoklonale Antikörper binden den PD-1 und heben die inhibitorische Wirkung mit dem PD-1-Ligand auf, unabhängig, ob er von der antigenpräsentierenden Zelle kommt oder ob er von der Tumorzelle kommt. Das bedeutet, unsere Zelle kann im Tumorgebiet weiter Tumorzellen erkennen und zerstören, weil die inhibitorische Interaktion, die von den Tumorzellen ausgeht, unterdrückt wird, weil keine Bindung mehr möglich ist. Und das können wir jetzt nochmal anders machen. Und das sind die letzten beiden Checkpoint-Inhibitoren, die wir hier anschauen. Das ist einmal das Durvalumab, Umab wieder vollkommen humanisiert und Atezolizumab, das heißt auch hier wieder nur die Bindungsdomänen noch aus der Maus. Beides sind Antikörper und das könnten Sie sich jetzt wahrscheinlich denken, gegen den PD-Liganden 1. Das bedeutet also praktisch, der Block geht hierhin, beziehungsweise
der Block geht hierhin. Durvalumab und Atezolizumab binden PD-Ligand 1 und verhindern auf die gleiche Art und Weise diese antiinflammatorische Interaktion, das heißt den programmierten Zelltod, den wir über PD-1-Rezeptoraktivierung bekommen würden, der wird unterdrückt. Unsere T-Zellen bleiben weiter aktiv. Ja, auch das ein ganz schickes Prinzip, ebenfalls eingesetzt bei Melanom und vor allen Dingen eingesetzt bei fortgeschrittenen Stadien des Lungenkarzinoms. Kommen wir nun zu Ende dieses Videoteils zu einem weiteren Aspekt, unter dem man Biologicals sehr sinnvoll einsetzen kann. Und auch das blende ich hier wieder ein, das ist die Kontrolle des eosinophilen Asthmas. Also ein Asthma oder eine Asthmaform, die durch eine Überreaktivität von Eosinophilen besonders ausgeprägt abläuft. Und auch hier kann man ganz sinnvoll strukturell mit Antikörpern eingreifen. Wir schauen uns jetzt nochmal das Problem an beim eosinophilen Asthma. Das eosinophile Asthma, das beruht auf einer überschießenden Infiltration des Lungengewebes mit eosinophilen Granulozyten, die mastzellabhängig ist. Und alles beginnt ja, mit unserer B-Zelle, die in Interaktion mit unserer T-Helferzelle 2, auch das haben wir uns ja im Basisteil Immunpharmakologie schon angeguckt haben, ja, interagiert. Ja, und diese B-Zelle wird dann dementsprechend zu einer Plasmazelle differenzieren, vor allen Dingen hier unter Wirkung des Interleukins 4 und wird dann ihr eigenen Antikörper, das Immunglobulin in großer Menge hier entsprechend produzieren. Und um was es sich hier handelt, das sind Immunglobuline vom E-Typ. Und diese Immunglobuline, die werden dann über sogenannte FC-Rezeptoren, ja, FC-Gamma-Rezeptoren, auf Mastzellen festgehalten. Diese Rezeptoren sind in der Lage, den FC-Teil ja, des Antikörpers zu binden, sodass die Mastzelle wie so eine Art Weihnachtsbaum dann diese IgE-Moleküle entsprechend nach außen dann präsentiert. Und wenn dann ein Zweitkontakt stattfindet mit unserem entsprechenden Antigen, gegen den diese Antikörper gebildet wurden, dann kommt es zu einer Mastzellaktivierung. Und die Mastzellen im Lungengewebe, ja, wo sie relativ häufig vorkommen, die werden degranulieren und aus den Granulen werden dann Prostaglandine, Leukotriene und Histamin freigesetzt, also klassische Entzündungsmediatoren, die auch beim ganz normalen Asthma bronchiale hier eine wichtige Rolle für den Krankheitsverlauf und den Akutanfall spielen. Was dann aber beim eosinophilen Asthma wichtig ist, hier spielt jetzt das freigesetzte Interleukin 5 eine weitere wichtige Rolle. Diese Interleukin-5-Freisetzung, die ist beim eosinophilen Asthma erhöht und Interleukin-5 ist sowohl ein chemotaktischer Faktor für Eosinophile, er ist aber ein Aktivierung-, Differenzierungs- und Survival-Faktor für Eosinophile. Das heißt also praktisch, dass IL-5 rekrutiert jetzt in großer Zahl Eosinophile ins Entzündungsgebiet, die dort entsprechend aktiviert werden und die sekretieren dann ein Enzym, das bezeichnet man als Elastasen. Ja, und diese Elastase setzt dann entsprechend als Protease die Gewebeschädigung, die dann eine schwere oder praktisch über den Zeitverlauf dann natürlich unbehandelt eine schwere Schädigung des Lungengewebes zur Folge hat. So, wie können wir jetzt pharmakologisch hier eingreifen, indem wir Biologicals einsetzen? Und die erste Möglichkeit, die wir hätten, wir könnten die gebildeten IgE-Antikörper neutralisieren. Das bedeutet, unser Block geht auf die Antikörper selbst. Und das Biological, welches das macht, ist das sogenannte, und ich schreibe nur den ersten oder die ersten beiden Buchstaben hin, das wäre das Omalizumab. Omalizumab ist in der Lage, IgE-Antikörper zu neutralisieren. Das bedeutet, die Mastzellaktivierung wird deutlich schwächer, weil jetzt natürlich kaum noch IgE-Moleküle zur Verfügung stehen, die sich auf die FC-Rezeptoren setzen können und die Mastzellen aktivieren können. Das heißt also relativ weit proximal schon ist hier die Möglichkeit gegeben, die Situation ein Stück weit dann hier zu verbessern. Dann hätten wir die Möglichkeit, mit dem zentralen Zytokin zu interferieren, nämlich mit dem IL-5. Und das wäre einmal das Mepolizumab. Und das wäre das Reslizumab. Ich blende es hier ein. Mepolizumab und Reslizumab
sind Antikörper, die Interleukin 5 binden und neutralisieren. Das heißt, im Lungengewebe nehmen wir den chemotaktischen, den Differenzierungs- und Survival-Faktor für Eosinophile weg. Das heißt, die Eosinophilen-Aktivierung wird deutlich reduziert. Und dann hätten wir noch eine letzte Möglichkeit, weil was wir natürlich entsprechend fordern müssen auf den Eosinophilen, ist natürlich der IL-5-Rezeptor, ja, den wir natürlich brauchen, um unser Signal auf den Eosinophilen zu vermitteln, ja, weil das IL-5 würde hier binden. Und wenn wir mit einem Antikörper den IL-5-Rezeptor blockieren, dann heben wir das Signal auf und der Antikörper, der genau das tut, ist das sogenannte Ben-Ralizumab, auch das blende ich ein, der IL-5-Rezeptor spezifisch ist und die IL-5-Aktivierung der Eosinophilen hier unterdrückt, sodass wir sehen, dass wenn wir aufs Eosinophilen-Asthma schauen, wir mit Omalizumab eine IgE-Neutralisierung machen können, mit Mepolizumab und Reslizumab eine IL-5-Neutralisierung machen können und mit dem Benralizumab den IL-5-Rezeptor blockieren können. Und das führt zu schönen Erfolgen in der Behandlung des eosinophilen Asthmas oder zeigt noch einmal erneut, wie wirksam Biologicals im Rahmen von überschießenden Entzündungsreaktionen tatsächlich eingesetzt werden können. Damit sind wir jetzt zu Ende im ersten Teil der Biologicals. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es Ihnen Freude gemacht haben, es wird noch ein weiterer Videoteil folgen, wo wir die restlichen noch ausstehenden Biologicals im Detail besprechen. Ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen.